everything changes. Hallihallo, Hallöchen, ich spiele wieder LS17 auf der PlayStation 4 auf der Karte Gold Quest Valley. Und wir machen da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir haben da angefangen eigentlich zu düngen, das Feld Nummer 11. Sind da eigentlich, genau, Raps am Drillen. So, der ist natürlich wieder leer. Wir haben jetzt hier... warte mal, jetzt ist glaube ich das vierte Mal, wo ich den fülle. Wir sind voll hergefahren. Jetzt haben wir einen 30.000 Liter Tank schon leer gemacht. Der habe ich jetzt wieder aufgefüllt hier, den Kotte. So, und jetzt füllen wir da nochmal auf. Dann sollte das aber reichen für hier. Als nächstes haben wir eigentlich noch ein Feld Nummer 10, wo unsere Pappeln drauf waren. Da sagt es mir aber, es ist noch gedüngt. Da muss ich gar nicht mehr düngen. Muss ich da... Okay. Das ist komisch. Okay, vielleicht muss ich die Pappeln auch nicht düngen, deswegen ist es auch gedüngt. Wird wahrscheinlich nämlich das sein, damit ich die Pappeln gar nicht düngen muss. Die wachsen einfach. Okay, dann könnten wir eigentlich, ich wollte ja den kleinen Marcel Ferguson eigentlich verkaufen. Aber den könnten wir dann eigentlich theoretisch, ne, jetzt muss ich es wahrscheinlich noch erst grubbern und dann kann ich wieder Pappeln reinmachen. Oder pflügen. Grubbern sollte eigentlich reichen. So, dann nehmen wir aber nicht den großen hier, da könnten wir eigentlich hier den kleinen nehmen. Würde ich mal sagen, noch ein Gewicht dran vorne. Genau, und da könnten wir eigentlich aufs Pappelfeld mit denen hier. Deutz fahre ich ja fast noch am liebsten, hätte ich fast gesagt. Ne, ich mag den irgendwie. Und die bauen ja gute Motoren, muss man sagen. Und Traktoren eigentlich auch. Oh. Das Gewicht zu klein. Ich glaube, das geht noch. Mit denen war ich eigentlich noch nicht so viel auf dem Feld. Ist eher so der Schlepper gewesen für Transportarbeiten. Aber von der Leistung her habe ich eigentlich so Geräte, was eigentlich alle Traktoren fast schaffen sollten. Sollte das hier mit den Grubber auch kein Problem sein. Ja, grubbern wir mal und dann nehmen wir doch den Marcel Ferguson doch noch dafür, für die Pappeln, weil das dauert ja ewig, ehe die da angepflanzt sind. Also kann der da noch ein Weilchen rumfahren und dann werde ich den vielleicht doch nicht verkaufen, weil ich habe den ja eigentlich mal gekauft und habe da Pappeln angepflanzt. So, Helfer A ist fertig, das ist der mit den... Güllefass oder Gärresten ist ja da drin. Der müsste jetzt fertig sein. Der kann eigentlich wieder zum Hof. Jetzt fahren wir aber den hier erst zum Pappelfeld. Pappeln ist eigentlich bei dem kleinen Feld ordentlich was rausgekommen, muss ich sagen. Ich habe es jetzt zwar vergessen, aber ich glaube so... Oh. Nichts passiert. Puh.
Bei den Pappeln ist, glaube ich, was ist denn da rausgekommen? 60, 70.000 irgendwie so von dem kleinen Feld. Also das ist schon ein sehr guter Ertrag. Ist natürlich für die lange Wartezeit. Ja, sollte doch da auch was rauskommen. So, wir grubbern das mal schnell um. Ausklappen natürlich. Schafft er ohne Probleme. Lassen wir den da laufen. Der ist fertig. Und der andere glaubt, der ist auch fertig. Der steht wahrscheinlich da hinten. Genau. Genau, den muss ich nochmal, den 700er, gerade umstellen hier. Juti. So, als nächstes wären eigentlich die Kartoffeln dran. Müssen wir mal schauen. Wir fahren jetzt hier die beiden Traktoren wieder zurück. Und dann schauen wir mal, was wir mit den Kartoffeln jetzt machen. So, wir haben ja hier eigentlich ein großes Kartoffelumschlagewerk. Naja, da können wir eigentlich Paletten abgeben. Gibt es eigentlich ordentlich Geld dafür? Und ja, das werden wir nachher sicher machen. Aber ja, vielleicht lagere ich sie auch erst alle ein. Ich weiß es nicht. Was einfacher geht zuerst. Okay, steige hier aus dem Zug aus und nehme den hier. Oh, jetzt bin ich trotzdem im Zug eingestiegen. Ich wollte den Traktor nehmen. Den Zug müssen wir eigentlich mal wieder aktivieren. Mit dem Zug haben wir schon lange nichts mehr transportiert. So, das fahren wir eigentlich auch wieder zurück zum Hof, ob es jetzt voll ist oder nicht. So. So, ich würde sagen, wir sch
schnappen uns eigentlich die kleinen Traktoren und werden da schauen wegen den Kartoffeln. So, ich glaube, der Hüllimann kann eigentlich vorfahren und das Kraut runternehmen. Oder wie machen wir es das am besten? Warte mal, ich habe eigentlich eine Idee. Der nimmt eigentlich alles mit, wie immer. Auch wenn es ein bisschen groß aussieht für den kleinen Traktor. So, und da können wir eigentlich mit dem anderen, nehmen wir gleich noch einen Anhänger mit. So, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Riesenmaschine, so ein kleiner Traktor. Aber wir spannen dann mal den New Holland vor. So, da sind wir eigentlich schon. Das sind eigentlich unsere beiden letzten Felder, was wir hier gekauft haben. Recht groß für meine Verhältnisse. So, und ich würde jetzt hier anfangen, eigentlich Kraut schlagen. Genau, das funktioniert. Und dann nehmen wir mal, jetzt sind bald alle Traktoren wieder im Einsatz. Und ich wollte welche verkaufen. So, ich hätte gemeint, ich nehme da noch einen Anhänger mit. So, das schafft er schon. Die Anhänger lassen wir dann erstmal an die Seite, an der Seite stehen und werden hier anfangen, Kartoffeln zu ernten. So, dann haben wir aber schon mal zwei Anhänger da, wo wir Kartoffeln einladen könnten. Vielleicht kommen ja auch gar nicht so viel bei raus, vielleicht brauchen wir auch bloß die. Wir haben da ja keine Kartoffeln gepflanzt, also wir haben sie nicht gedüngt. Oder gedüngt habe ich sie schon, aber gepflügt es nicht. Also es wird wahrscheinlich nicht so ein Riesenertrag jetzt da rauskommen. So, das ist ja eigentlich der Traktor, was sonst beim Kuhstall eigentlich eingesetzt ist. So, ich müsste jetzt eigentlich warten, bis der andere zurückkommt. Ich weiß aber nicht. Ah, da hinten ist er. Dauert wahrscheinlich noch einen Moment. Okay, lassen wir dem mal einen kleinen Vorsprung. Der ist auch fertig, okay. Sehr schön.
Dann fahren wir eigentlich auf dem Hof und dann würde ich eigentlich den kleinen Marcel Ferguson mitnehmen und eigentlich da auf dem Pappelfeld wieder einsetzen. So geht es natürlich nicht. Da muss er natürlich weitermachen. Okay, kann ich jetzt den da schon einsetzen? Nicht damit die sich beide irgendwie gegenseitig behindern. Okay, das sollte funktionieren. Jetzt habe ich immer noch nicht den Marcel Ferguson gehabt. Da. Ich glaube, ich muss noch technische Veränderungen da vornehmen. Da brauche ich noch ein Gewicht vorne. Konfigurieren, Frontladeranbau. Standard, da machen wir mal Zwillingsbereifung hinten, okay. Forst. Ah. So. Okay, wie habe ich denn das mal mit dem Gewicht gemacht gehabt? Okay, das ist ja alles abgefallen. Puh. Okay, donnern wir mal mit denen auf dem Feld, vielleicht behalte ich ihn doch. Erst verkaufen und dann doch nicht. Ist nicht der schnellste hier. Und irgendwie können wir da die Fenster und Türen aufmachen. Warte mal, wie habe ich denn das immer gemacht? Keine Ahnung. Das ist aber der einzige Traktor, den ich kenne, bei dem das hier auf der PlayStation funktioniert. Auf dem PC funktioniert es ja öfters. Aber hier macht die Sache schon ein bisschen realistischer. So, mit so fette Reifen sieht er eigentlich noch cool aus. Das schauen, damit ich da nicht wieder gegen Pfahl fahre.
99, nee, 95 PS. Jetzt nicht der stärkste Traktor, aber jetzt vielleicht behalten wir ihn einfach, um die Pappeln da zu machen. Ich wollte ja noch ein Feld kaufen, wo ich Pappeln anpflanzen kann. Hat ja recht gut rentiert. Hab mir da auch schon mal eins angeschaut, aber bin mir da noch nicht ganz schlüssig. Ah, hier steht noch der Anhänger. Upsi. Den habe ich ja völlig vergessen. Da kann man keine Hackschnitzel reinmachen. Falls sich einer fragt, warum der da steht. Das hat nicht funktioniert. Habe ich natürlich vorher auch nicht geschaut, ob da Hackschnitzel reingehen oder nicht. Also der hat jetzt da auf jeden Fall mal ein Weilchen zu tun. Also den sehen wir die nächsten 2 Wochen nicht mehr. Der muss da die Pappeln setzen. Okay. Der ist gleich voll. Und der ist eigentlich der Traktor zum Abfahren. Der hat hier noch zu tun. Ansonsten muss ich halt den wieder nehmen. Ich wollte eigentlich das sauber machen hier. So, werden wir den Traktor auch ein bisschen waschen hier. Uiuiui, das ist aber dreckig. Ah, den Frontlader noch. Okay, ich werde da noch. Jetzt ist er voll hier, oder was? Arbeiten erfolgreich beendet. Ja, nee. So, jetzt muss ich den aber auch waschen, damit ich den eigentlich beiseite stellen kann hier. Ansonsten steht er da noch ewig rum. Was wollte ich sagen? Ich muss jetzt eigentlich aufs Feld die Kartoffeln abbunkern. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Machen wir natürlich weiter mit den Kartoffeln. Und schauen mal, was dabei rauskommt. So, bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.